Hi Leute, mein Name ist Frank und hier vor mir steht die neue Siemens EQ 700. Wir haben uns ja die Maschine schon ausführlich angeschaut, die ganzen Funktionen, Home Connect, die Coffee World, all das, Reinigung und Pflege haben wir uns angeschaut. Und jetzt sind wir inzwischen bei dem Komplex angekommen, wo ich eure Fragen beantworte. Und tatsächlich dreht sich dabei sehr viel um das Thema Brüheinheit. Also ich habe ja schon ein Video gemacht zum Thema, wie reinige ich die Brüheinheit. Wir haben uns dann angeschaut, was man macht, wenn die Brüheinheit hakt, also wenn man die nicht mehr richtig reinbekommt. Und heute kommen wir jetzt noch zu einer ebenfalls sehr häufig gestellten Frage. Und zwar, muss man die Brüheinheit fetten? Und ich muss euch jetzt leider enttäuschen, denn das wird ein sehr kurzes Video, denn die ganz einfache und kurze Antwort auf diese Frage lautet nein. Ich weiß gar nicht, woher die Leute immer diese Information bekommen, dass man die Brüheinheit angeblich fetten muss. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, an welcher Stelle man die hier fetten sollte. Aber ich habe extra mit dem Kundenservice bzw. mit den Experten von Siemens gesprochen und es ist nicht notwendig, diese Brüheinheit bei den Siemens Kaffeevollautomaten, also nicht nur bei der EQ 700, sondern auch bei den anderen Modellen zu fetten. Die gute Nachricht für all diejenigen, die ihren Kaffeevollautomaten bzw. die Brüheinheit vielleicht schon mal gefettet haben, es schadet auch nicht. Aber es ist im Prinzip einfach nicht notwendig und es verlängert auch nicht in irgendeiner Form die Lebensdauer der Maschine. Könnt ihr also getrost sein lassen, egal wer euch das jetzt erzählt hat. Ja, das war's soweit zu dem Thema. Wie gesagt, war ein sehr kurzes Video im Vergleich zu den anderen, aber mehr gibt es dazu einfach nicht zu sagen. Die Brüheinheit von den Kaffeevollautomaten muss nicht gefettet werden. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, sei es allgemein zum Thema Kaffeevollautomaten oder zu der EQ 700 im Speziellen, dann einfach ab damit in die Kommentare.